Moin Mädels! Moin Jungs! Hallo, ich bin wieder euer Kaleko Scheißi. Genau, ja, genau der bin ich. Ihr seht es vielleicht, ich bin heute nicht im Studio, sondern zu Hause. Mein Studio wird gerade umgebaut, interessiert euch eh nicht, aber scheißegal. Deswegen quasi jetzt die Crappy Cam. Mit dabei natürlich wieder die Sülze. Wir haben mit Dead by Daylight aufgehört, habt ihr die ganze Woche schon gehört. Schreibt gerne trotzdem weitere Spielevorschläge für die Zukunft in die Kommentare. Und nächste Woche spielen wir dann was anderes. Die letzten 4 Folgen waren schon extrem witzig. Und ich würde nicht lang schnacken, wir gehen weiter und gehen in die nächste Runde rein. Ist irgendwie auch immer was mit Arsch. Also wir haben in jeder Folge irgendeinen Arsch. Ja. Ist auch wichtig, finde ich. Ja, was ich ganz gut finde, alle was mit Arsch. Hier wird immer so ein Vorschlag gegeben, das kann man auch manchmal verwenden quasi. Ja. Ja, deswegen hatte ich auch Aliens genommen. Deswegen nehme ich jetzt auch genau was davon. Oder hat schon jemand abgegeben, oder was? Ja. So, okay. Ich versuch's mal so verständlich wie möglich, weil letztes Mal war es scheinbar ja ein Problem mit der Band. So, ja, du musst schon richtig schreiben, ne, damit das alles. Ja, ich kann halt nicht schreiben, das ist mein Problem. Ich bin auch Leder-Tenetan. So, gucken wir mal. Ich habe jetzt mal was Simpleres genommen. Ja. Alter, das ist geil. Das feiere ich. Okay, jetzt versuche ich mir wirklich mal Mühe jetzt bei meinen zu geben. Ja, aber die Zeit hat man nicht gerade. Das ist das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ja. Oh mein Gott. Okay. Allein, wenn sie schon so lacht, ich habe Angst. Gib mir ganz viel Mühe, Kalle. Ganz viel. Shit. Nur das war jetzt ein Strich, ne? Oh, nee. Shit. Okay, pass auf. So. Ich habe Angst. So. Ich muss immer Kiste malen. Also ich bin echt gut darin, Menschen zu malen, möchte ich sagen. So. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Alter, ich bin ein Künstler. Das kann man nicht anders sagen. Ach, scheiße. So, wie mache ich das jetzt? Scheiße, ey. Boah, ist aber auch echt nicht. Wer meins geschrieben hat, war richtig nice. Das finde ich eine geile Idee. So, wie mag man das jetzt? Ich finde die Geräusche einfach nur geil. Oh, scheiße. So. Scheiße. Alles okay bei dir? Oh, schön. So. Oh mein Gott. Oh, scheiße, nein. Es klingelt schon wieder, ne? Ja, ich hab nicht mehr viel Zeit, ne? Oh, shit. Weiß nicht, wie das aussieht tatsächlich, aber ich glaube, so könnte es funktionieren. Oh, ich hoffe mal, das erkennt man. Ich habe noch nie so ein hässliches Herz gemalt. Ich habe noch nie so einen hässlichen Menschen gemalt. Da erkennt man auch nicht, was ich... Ich hab noch was ganz Wichtiges vergessen. Scheiße, Mann. Egal, es sieht ganz gut aus. Okay. So. Oh mein Gott! Okay, ich dachte, meine Zeichnung war schlimmer. Was ist das? Was ist das denn? Ei. Oh Gott, was ist das denn? Was soll das sein? Oh mein Gott. Okay. So. Wie politisch korrekt kann ich, also... Ganz unkorrekt. Ist Kalles Video. Du kriegst gar kein Geld von dem Video, Kalle. So, ich denke mal, das ist ganz gut so. Oh nein, ich wollte es ganz ab. Hä? Oh Gott. Was soll das denn? Oh, shit. Voilà. Okay. Scheiße. Nee, das muss größer.
Es ist echt, manchmal ist es einfach und manchmal halt nicht, ne? So. Mach das auf ein T-Shirt. Gern. Hä, wie soll ich das malen? Weiß ich nicht. Nutz deine Fantasie. Also bei mir sehen das mit Strichmännchen. Bei mir sehen halt Oberkörper meistens gleich aus. Das ist schön. Oh mein Gott. So. Muss ich mich konzentrieren. Okay. Das ist halt echt nicht so einfach, Mann. Uff. Aber ich mach's hier noch. Was ist das? Ich hab den Platz nicht, ich hab den Platz nicht, Mann. Das ist grausam. Das, ich will nicht, dass es mit mir in Verbindung gebracht wird. Egal. Ach, scheiß drauf. So. Wieso? Ich weiß nicht. Alles tot, ey. Also eigentlich, ich glaube, man kann das so lassen. Uff. Alter, meins ist insane geworden. Ah, scheiße. Könnte jeder so ein... Was macht der? Ah, nee. Komm, das krieg ich noch hin. Ja, scheiß drauf. Ich weiß jetzt nicht, was das sagt. Ja, es ist ganz furchtbar geworden. Es ist ganz furchtbar geworden. Es ist mega gut geworden. Bei mir ist es schrecklich. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Oh, lol. Alter, was ist das denn für eine geile Scheiße? Wieso ist hier immer was frei? Das war beim letzten Mal auch schon. What the fuck? Hey, hier ist jemand nicht fertig geworden. Alter. Ich merke halt gerade, wie viele Farben auch ausmachen können. Alter. Klar. Achtung, ihr habt nicht viel Zeit, ne? Ja. Die Zeit ist wirklich sehr knapp. Alter. So. Junge, die haben nicht mal mehr Beine. Uff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich hab richtig keinen Bock auf die Runde. Es wird richtig schlimm. Ich glaube, es wird das. Ich hab eine richtig schlimme Zeichnung abgegeben. Okay, wir gucken uns an, was Papo in die Welt gesetzt hat. Gnu erzählt am Lagerfeuer eine Geschichte über ihren Po. Oh mein. Und dann hab ich das bekommen. Hey, das ist ja ultra gut. Ich erzähl dir solche Geschichten im Feriencamp. Nein, ich hab nur auf den Po gezeigt. Bla. Labert wieder die Jungs voll. Blafern. Ich hab auf den Po gezeigt. What? Scheiße, ich hätte einfach ein Lagerfeuer im Baumstamm malen sollen. Kein Zelt. Junge, wie willst du da ein Zelt hinkriegen? Papa, du darfst keine intimen Sachen von mir rausgeben. Ich hab halt das mit dem S nicht verstanden, was es soll. Also, vor allem, guck mal, wie shiny der ist. Ich dachte tatsächlich... Der glänzt im Lagerfeuer. Ja, der glänzt. Ich dachte nur, du hast den extra gemalt, aber man erkennt, dass es Gnu ist oder so. Aber bright like a irgendwie, ich weiß nicht. Ja, naja. Vor allem, das sind einfach vier Figuren und einer hat eine Cap falsch gemacht. Ja, das bin ich. Oh, okay. Das kam bei mir, glaube ich, an am Ende. Ja, Alter. Stimmt, die Hörnchen. Die süßeste Spielvorstellung im Zirkus. Spielvorstellung? Ja, da habe ich versucht, wieder was zu löschen. Dann war es Zeit. Jo, die hatten halt. Die hatten halt nicht mal mehr Beine. Sie tritt im Zirkus auf. Ja, geil. Ja. Easy. Ja, aber das ist auch ziemlich gut geworden. Das hat Spaß, das war jetzt echt das erste. Was ist das für ein Strich da oben links? Ja, ich wollte noch Tada hinschreiben wegen den Clowns. Also. Das sind die Clowns. So, tada. Aber, hast du Gnu hat Lippenstift drauf, oder? Genau. Was? Ja, genau. Ja, ist verstehe. Auch wie ein Affe mit meinen Öhrchen. Und was macht Henno da? Henno hat einen Diabolo in der Hand. Ach so. Ah. Oh, lol. Ich dachte, ich hier auf diesem Bruder muss los, Ding. Ja, dachte ich nämlich auch. So ein Pedalo-Ding oder so. Ja, geil. Okay, dann stellt sich. Oh, Diabolo habe ich früher geliebt. Papo heiratet Kathleen I. Okay, was? Ich wollte einfach nur Papo heiratet Kathleen. Hey, was hat sie denn da an der Hand? Legosteine. Papo und Kathleen zerreißen Kondom. Und dann, guck mal.
Ich muss bei Kathleen. Patrick zeigt Kathleen der Taube ein Feuer. Und ich wusste nicht, wie ich Kathleen machen soll, und habe ich irgendwie versucht, dieses Taubenkostüm aufzubauen. Geil, dass bei mir. Also, ich dachte, ich erkläre bei mir Kathleen mit den Legosteinen vor allem. Ah. Aber dass sie das Gnu dann Kathleen erkennt, ohne die Legosteine, und denkt, das sind Kondome, die sie zerreißt. Warum Kondome, hä? Ja, weiß nicht, das sah so aus. Hä? Deswegen hab ich auch schon zwei Kinder. Christus Blick bei Kalle, Alter. Richtig. Wie er so diese Kondompackung zerreißt, Alter. Richtig so zufrieden. Und Kathleen weiß jetzt gar nichts damit anzufangen, Alter. In ihrem Weil sie auch einfach eine scheiß Taube ist. Also jemand, der Kathleen nicht denkt, denkt, Papo zeigt eine Taube Kondome. Sieht so aus, als würde er ihr eher irgendwie Drogen zeigen, ey, die er gerade genommen hat. Was du uns gerade runter will einfach, das ist im Fernsehen. Nee, ich wollte eigentlich noch so eine Kondombox, weil das ja Kondome hieß. Ich wollte, dass es so eine richtige Box wird, wo ganz viele drin sind, aber da habe ich keine Zeit mehr. Okay. Oh. Schön. Kalle ist ein Victoria's Secret Model in Unterwäsche. Ja. Oh, Scheiße. Kalle hat sich groß gefühlt. Kalle Kosch in Sky arbeitet halbnackt in der Waschanlage. Ach, das soll Geld sein, das ralle ich jetzt erst. Prostituiert. Oh. Dachtest du, es ist ein Schwamm oder was? Wie traurig, ja, ich Kalle, da kommt an. Und ich hätte mich schon gewundert, warum ich nur so einen Bademantel anhabe oder was. Ist Junge, ich krieg dieses Bild von Chris und denk mir, what the fuck? Jo, das ist doch echt crazy, Alter. Das, da muss ich das GIF runterladen. Oh, keine Chance. Oh, Scheiße. Oh nein, ich hab Verbindung. Nun sprüht sich Sagrotan in die Augen und brillt. Boah. Oh mein Gott. Oh, ich seh's. Nur desinfiziert ihre eigenen Augen mit einer Sprayflasche. Oh, Scheiße. Alter. Oh, Alter, du. Ist gut geworden. Spritzt sich Parfum ins Auge. War gut. Alter, Kalles Bild ist da auch wirklich sehr schön geworden. Ja, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich kann, das ist der schlechteste Mensch, den ich je gemalt habe. Also, das ist einfach... Sieht aus wie so ein... Oder so ein Höhlenskelett, halb undead, Monster, Hexe. Das Problem ist, ich war im Kopf schon die ganze Zeit bei dieser Flasche, weil ich nicht wusste, wie ich sie malen soll. Und, ja, die Flasche ist ganz gut geworden, aber nur halt... Aber ich habe sie ja erkannt. Ja, wegen der Haare wahrscheinlich. Ja. Uff. Ich hab sie erkannt, nachdem ich beschreibe, was ich sehe. Ja, Leute. Also, gerne weiter natürlich eure Spielevorschläge. Wir werden ja in Zukunft sowieso ganz viele Spiele spielen wollen. Deswegen können wir da alles gebrauchen, was ihr glaubt, was uns Spaß machen könnte. War, glaube ich, mal eine gute Runde für zwischendurch. Und mal gucken, was es dann nächste Woche wird. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Nächste Folge und nächstes Spiel gibt's am Montag bei Henno. Viel Spaß. Hä, ich habe jetzt hier sexy Dessous-Werbung im Spiel. Ja, schön. Geil. Hast du dir die letztens bestellt? Ja, tschüss. Tschüss. Ciao.